Liebe Pilzfreunde, ich bin wieder im Wald und will mal schauen, wie es heute Abend aussieht. Ja, liebe Leute, was habe ich jetzt gefunden? Wirklich der erste Fichtensteinpilz. Und das ist der hier im Nadelwald. Unter Fichten. Das ist wirklich sehr schön. Das ist wirklich ein sehr schönes Exemplar. Der Fichtensteinpilz, der hat ein weißes Netz und der schmeckt nussig. Im Gegensatz zum ungenießbaren und bitteren Gallenröhrling, der ein schwarzes Netz hat. Und zudem sehr, sehr bitter ist. Und hier seht ihr noch den Vergleich vom Gallenröhrling links, ungenießbar, sehr bitter im Geschmack, zum Fichtensteinpilz rechts. Wie schon erwähnt, das Netz ist unterschiedlich. Links seht ihr ein schwarzes Netz und rechts seht ihr beim Steinpilz ein weißes Netz. Das ist der Unterschied. Und selbstverständlich auch der Geschmack.